Wir sind hier auf der MS Wissenschaft, einem ehemaligen Frachtschiff, das zum schwimmenden Science Center umgebaut wurde, und touren jetzt quer durch Deutschland mit der Ausstellung Unser Universum und hoffen, dass wir Besucherinnen jeden Alters für unsere Ausstellung begeistern können. Ich bin Clara und Lotsin gerade an Bord der MS Wissenschaft und auch das erste Mal dabei, aber super begeistert jetzt gerade vom ersten Tag an und freue mich sehr, hier mitfahren zu können und die Ausstellung zu betreuen. Unsere Aufgaben als Lotsinnen ist recht leicht erklärt. Wir begleiten einfach diese Ausstellung hier, sind für Fragen da. Grundsätzlich sind wir einfach Ansprechpartner, die uns freuen, wenn wir auch zwischendurch mal ein nettes Gespräch führen dürfen. Ich habe mir gerade das da angeschaut und ich finde es eigentlich sehr interessant, weil ich wusste vorher nicht, dass sich Schall im Vakuum nicht ausbreitet. Also das Besondere ist vor allem, dass es sehr interaktiv ist. Also Kinder und Erwachsene können die Ausstellung erkunden und die einzelnen Exponate wirklich selber erleben. Das Universum ist sehr groß und es ist sehr faszinierend zu sehen, auch was mit Sternen passiert, wie die Sterne entstehen, was es für Auswirkungen hat. Das ist sehr interessant. Es ist Teil meines Wunsches, irgendwann mal in der Luft- und Raumfahrttechnik zu arbeiten, da mal Karriere zu machen, hoffentlich, und dann hoffentlich auch irgendwann mal einen eigenen Flug ins Weltall zu machen. Wir sind ein naturwissenschaftlich orientiertes Gymnasium und wenn man die Möglichkeit hat, sich mal praktisch Exponate anzugucken, wo die Schüler selbst was ausprobieren können, ist das natürlich eine schöne Chance. Bei uns kann man sehen, wie sich Gase oder Flüssigkeiten vermischen und dabei ganz typische Strukturen bilden, die wir eigentlich jeden Tag am Himmel beobachten können. Im besten Fall erreichen wir, dass unsere Besuchenden einfach eine kleine Inspiration über unser Universum mitnehmen und einfach einen schönen Nachmittag hatten.